Ich bin der Pascal Macher. Ich habe jetzt bei den Young Violets gespielt, die auch in der zweiten Liga spielen. Und davor war ich einfach nur in der Akademie bei der Austria. Und ja, jetzt bin ich seit Sommer in Horn. Mit Pascal Macher spielt seit dieser Saison ein ehemaliger Austrianer in den Reihen des SV Horn. Das kommende Spiel gegen seine Freunde und Ex-Kollegen der Young Violets wird ein besonderes für den 20-Jährigen. Auf jeden Fall freue ich mich. Also ich habe richtig viele Freunde dort, verstehe mich mit allen noch richtig gut, habe auch jetzt teilweise noch Privatkontakt mit denen und ja, freue mich eigentlich richtig drauf. Ja, junge Truppe, die spielerisch stark ist, aber wie gesagt sehr jung und auch noch viele Fehler drin im Spiel. Wenn sie ihre Bestleistung abrufen, wird es richtig schwer, aber auf jeden Fall machbar für uns. 9 Spiele sind in der laufenden Saison absolviert. Der Start war überragend. Zuletzt fehlten die Ergebnisse. Ja, also ich würde sagen, bis jetzt eigentlich ganz guter Start gehabt, bis auf die jetzt paar letzten Spiele. Und ja, also ich denke, wir können damit eigentlich ganz gut zufrieden sein, bis jetzt halt. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir den Fokus nicht verlieren, dass wir im Training Gas geben, dass wir an unseren Tugenden weiterarbeiten und dann einfach nicht aufgeben und in jedem Spiel weiter fighten. Der Außenverteidiger zeigte in den ersten Runden mit Assist und einem Tor auf. Danach folgte eine Verletzungspause. So sieht er seine Rolle im Team. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr einer der Jüngsten, aber jetzt auch keiner der Ältesten. Ich bin so mittendrin und ja, müssen wir schauen. Ich versuche da auch meine Sachen einzubringen, da ich halt doch schon einige Erfahrungen für mein Alter habe in der zweiten Liga. Versuche ich da einfach meine Sachen reinzubringen und auch den Jüngeren zu helfen und vorne, hinten, je nachdem, wo ich gebraucht werde. Gebraucht wird er wohl auch am Freitag bei seiner Rückkehr mit neuem Team zu seiner alten Mannschaft. Dadurch, dass ich halt bei der Austria jetzt länger verletzt war und viele kleinere Verletzungen gehabt habe, wollte ich jetzt einfach schauen, dass ich spiele. Und das hat mir Horn eigentlich die richtige Plattform gegeben. Der Trainer hat mir sofort das Gefühl gegeben, dass er auf mich setzen wird. Und ja, dann habe ich das eigentlich ganz schnell entschieden und war relativ klar dann für mich.